dass Tucholsky war. Nein, ich meine, Tucholsky hätte ich auch. Wenn ich den bringen kann. Mach mal. Haben wir 2 Minuten Zeit? 3. 1928 hat Kurt Tucholsky dieses kleine Gedicht geschrieben, Das Ideal. Ach, herrlich. Na, das möchtest du, hm? Ja. Eine Villa im Grün mit großer Terrasse, vorn der Ostsee, hinten der Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vons Badezimmer aus kannst du der Zugspitze sehen. Abends zum Kino hast es nicht weit, das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. 9 Zimmer. Nee, doch lieber 10. Hm? Ein Dachjaden, wo der Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft gut erzogen und stumm. Eine schöne Frau voller Rasse und Werbe, eine fürs Wochenende zur Reserve. Bibliothek und drumherum, Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad. Alles längst und natürlich selbst, wie er gelacht. Zwischendurch hieß es auf Hochwildjagd, habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus einem schönen Pokal und egal, bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und Schmuck, eine richtige Portion und noch 1 Million und noch 1 Million. Reisen, fröhliche Lebensbuntheit, famose Kinder, ewige Gesundheit. Tja, das möchtest du. Hm? Aber wie das so ist, Zeniden, immer scheint so, als sei es beschieden, nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, hast du nicht Käten, hast du der Frau, fehlende Moneten. Hast du die Gescha, stört dich der Fächer. Mal fehlt es am Wein, mal fehlt es am Becher. Etwas ist immer. Tröste dich. Jedes Glück braucht einen kleinen Stich. Man möchte so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, Freunde, ist Gott sei Dank selten. Ach, wie schön! Ja. So. Das war so grandios. Das war das denkbar schönste Ende für diese Sendung. Vielen, vielen Dank. Fips Asmussen. Dankeschön.